Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Die zweite Märzhälfte vom 16. bis 31.3. steht vor der Tür. Kraftvolle Energien, kraftvolle Schub nach vorne. Und ich möchte mit dir hier gerne mal schauen, wie sich das Ganze zum Ausdruck bringen möchte. Wir schauen jetzt hier zuerst mal auf energetischer Ebene mit jeweils einer Orakelkarte. Dann schauen wir mit dem Tarot auf das, was so in deinem Leben gerade präsent ist. Und dann in der Fortsetzung auf das, was im Unbewussten liegt, was dir ja vielleicht noch nicht bewusst ist, wo du spürst, ey, da könnte was sein und da könnte ein hilfreicher Impuls sein. Da schauen wir dann in der Fortsetzung und den Link zur Fortsetzung, du kennst es hier unten in der Videobeschreibung, findest du den, klick einfach drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Ja, eine spannende Zeit steht uns bevor. Wir sind mitten hier in einem echt krass kraftvollen Wandel und lass uns direkt starten, mein liebes Luftzeichen, was ich hier für dich zeigen möchte. Für die Luftzeichen Zwilling, Waage, Wassermann in der Zeit vom 16. bis zum 31.3. Welche Energien ja, spielen hier eine Hauptrolle? Spannend. Welche Energien möchten sich hier zeigen, wirken hier mit ein? Da haben wir die Karte. Die sind ein bisschen größer wie die anderen, lassen sich auch ein bisschen schlechter mischen. Ungebunden. Loslassen von Seelenmustern, Verträgen und vergangenen Leben. Ja, das hat hier sehr was von Befreiung, sehr was von Aufstieg. Das sind genau auch die Energien, die kollektiv im Feld sind. Also, ja, alte Gedankenstrukturen, alte Muster, all das, was dich noch daran hindert, wirklich kraftvoll zu sein, da gilt es hinzuschauen. Das wird sich zeigen, definitiv bei allen. Bei euch ist es jetzt hier angezeigt. Und ja, wo hältst du dich vielleicht noch zurück? Wo hast du vielleicht deine Inspiration noch an etwas anderes angebunden und hast das Gefühl, ich darf da noch gar nicht so viel von preisgeben? Oder ja, vielleicht hast du auch das Gefühl, du bist da noch in Situationen gebunden. Hier geht es aber auch um Seelenmuster, um Seelenverträge aus vergangenen Leben. Falls dir da jetzt ganz spontan irgendwas in den Sinn kommt, wo du dich zurückhältst, wo du das Gefühl hast, noch wo Energien gebunden sind, atme direkt hinein. Das ist nämlich schon ein wundervoller Impuls, wundervoller Hinweis. Was ich dir noch mitgeben möchte, suche nicht zu verbissen. Das wird sich von alleine zeigen. Und wir haben hier Wachstum beginnt. Das ist das Ass der Münzen, also ein neuer Same, der gelegt werden möchte, frei von alten Mustern und Seelenverträgen. Seelenverträge möchte ich kurz ansprechen. Wir alle haben ja, ob du das glaubst oder nicht glaubst, aber manchmal hast du sicherlich auch das Gefühl, du schleppst da etwas mit dir, was nicht in diese Zeit gehört. Und wir haben in unterschiedlichen Leben gelebt und wir haben da die ein oder anderen Verträge und Gelübde abgelegt. So nach dem Motto, zu dem Thema sage ich nichts mehr oder ich diene nicht mehr dafür oder auch, ja, wir haben auch, und es ist wichtig, dass das angesprochen ist, auch mit der dunklen Seite gewirkt. Und als uns das dann bewusst wurde,
hat unsere Seele vielleicht irgendwann oder dieser Anteil irgendwann gesagt, das mache ich niemals wieder. Auf der einen Seite supi, auf der anderen Seite ziemlich schlecht, weil du damit nämlich auch viel Energie bindest, die du jetzt gebrauchen könntest für die Zeit, die da vor uns liegt. Ja, guck mal, das schaue ich mir nie wieder an. Das ist mir zu dunkel, zu spooky, zu was auch immer. Hier geht es auch um dein drittes Auge, was geöffnet werden möchte. Wirklich auch zu sagen, und dritte Auge ist ja immer auch diese intuitiven Fähigkeiten. Vielleicht bist du irgendwann mal dafür verurteilt, bestraft, umgebracht worden. Das haben wir alle und ich habe das auch schon hier oft erwähnt. Das ist aber nicht mehr dieses Leben. Und diese alten Verträge dürfen wir loslassen. Die dürfen wir, ja, sozusagen kündigen. Und da kannst du auch energetisch ein Kündigungsschreiben hinschicken und kannst sagen, nö, ich möchte jetzt diesen Vertrag lösen. Ich bin da jetzt frei von und ich nutze meine Fähigkeiten jetzt zum Wohle der Menschen. Sehr spannend. Und das ist dann der neue Same, der hier gelegt wird. Das ging jetzt aber fix. Und du darfst darauf vertrauen, ganz wichtig, dass sich, wenn du diese Intention setzt, dass sich diese Verträge auch lösen. Ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Wie genial ist das denn? Also raus aus diesen alten Mustern, aus diesen vergangenen Leben und rein in tiefes Vertrauen. Vertrau wirklich deiner Intuition. Hier steht zwar innere Stimme, aber dritte Auge, das ist deine Intuition. Das sind deine außersinnlichen Fähigkeiten. Vielleicht bist du allein dafür schon irgendwann mal verurteilt worden, bewertet worden, bestraft worden und hast gesagt, nee, das nutze ich nicht mehr, ist mir zu gefährlich. Vertraue dir, vertraue deiner Seele und vertraue dem Leben, denn du bist wichtig für diese Zeit. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie sich das Ganze hier zum Ausdruck bringen möchte. Also geh wirklich in dieses ungebunden, ich bin frei. Ich bin frei, meine Meinung zu äußern. Ich bin frei, meine Hellsinne zu nutzen. Ich bin frei, zu vertrauen, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin. So, was haben wir denn hier? Ja, guck mal, das Ass der Stäbe. Neue Lebendigkeit, neue Leidenschaft und das zeigt sich dann, wenn du wirklich innerlich diese Seelenverträge auflöst, dann wird ganz viel Energie frei, die bisher gebunden war. Und die wird in dem Sinn frei, dass du Herzensentscheidungen treffen kannst. Der König der Kelche. Donnerwetter, hier hupft es aber wie wild. Die drei Kelche und der Page der Münzen. Also ganz ehrlich, liebes Luftzeichen, wenn das kein Startschuss ist hier, dann weiß ich es auch nicht. Dein inneres Feuer wird geweckt, wird sozusagen wach geküsst, wenn du diese Verträge löst. Du kannst aus dem Herzen heraus entscheiden, welcher Same jetzt in die Welt kommen möchte durch dich. Es gibt einen Grund zu feiern. Und auch hier der Page der Münzen, das ist auch ein Angebot von außen. Das ist ja auch wieder diese Wachstumsenergie, lass uns hier mal was Neues ausprobieren, kommt jetzt gerade noch so rein.
Jetzt kann der König der Kelche ein Mensch in deinem Leben sein, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass es hier wirklich um diese Energie geht, weil ich nehme das nicht als Person in deinem Leben wahr, wobei es bei dem einen oder anderen schon auch eine Person sein kann. Dann kann es hier sein, dass da eine Einladung ist, vielleicht ein, lass uns hier mal gemeinsam neue Wege gehen. Das ist durchaus möglich. Ich nehme es aber viel mehr auch als deine Energie wahr, wo es wirklich darum geht, Herzensentscheidungen zu treffen, dich auch mit der Freude, mit der Leichtigkeit in dir zu verbinden. Denn wo da diese Seelenanteile noch gebunden waren, da war auch eine gewisse Schwere und die löst sich jetzt auf. Da kommt jetzt Licht rein, da kommt jetzt Leichtigkeit rein und du kannst das Ganze einfach auch ja, für dich und auch mit anderen feiern, denn über das dritte Auge bekommst du Inspirationen, Visionen, vielleicht auch ganz konkrete Schritte, wie etwas zusammengehört, wie etwas aufgebaut werden kann. All diese Dinge. So, jetzt haben wir schon die letzten beiden Karten hier. Ich sage, es geht hier flupp, flupp, flupp bei dir. Wir gucken uns aber erstmal die Unterseite an. Das ist der König der Stäbe. Das ist die Leidenschaft. Und die gepaart mit der Herzensentscheidung, also das ist richtig, richtig Power. Wir haben ja auch hier mit dem Ass der Stäbe gestartet, also Wachstum. Hier geht es um Wachstum, um Ausdehnung, hier geht es um neue Projekte und um neue Ideen. So, hier, guck mal, vertraue deiner Intuition. Da haben wir sie. Die Hohepriesterin, also das ist wirklich Intuition pur, das ist höchste Spiritualität. Und wenn du dich bisher noch nie mit diesen Seelenmustern oder Verträgen oder vergangenen Leben befasst hast, kann das durchaus ein Thema in dieser zweiten Märzhälfte werden, wo du da tiefer eintauchen darfst, wo du auch darauf vertrauen darfst, dass deine innere Stimme dich führt. Und selbst wenn du nicht an Spiritualität, an Energien oder was auch immer glaubst, du hast diese innere Stimme, du hast dieses Bauchgefühl, was dir sagt, hier lang geht's oder da lang geht's, wo dein Kopf dann allermeistens dazwischen quatscht und sagt, ah, was du dir wieder da einbildest. Spür mal hin, wie oft diese Bauchstimme schon recht hatte. Und all das ist auch Spiritualität. Das ist nichts Abgehobenes, Abgefahrenes, weit weg und Tralala und Schuschu und Zaubersprüche. Nein, das ist ganz physisch, ganz irdisch. Dein Körper ist dieses seismische Instrument, mit dem du die Schwingungen wahrnehmen kannst. Und du kannst die wahrnehmen, ob du daran glaubst oder nicht. So. Wow, hier haben wir aber zwei Abschlusskarten vom Feinsten. Die Temperance, die Ausgleichung, das ist auch hier die Heilung. Hier kommt neue Balance rein, denn gerade diese Heilung braucht es auch ein Stück weit, wenn diese Seelenverträge gelöst werden, wenn du diese ersten Schritte gehst. Ich nehme die auch hier ganz stark mit diesem Vertrauen wahr, dass du wirklich auf deine innere Stimme vertrauen darfst, was die dir zeigt, welche Informationen die dir gibt, welche Richtung sie anzeigt, welche Ideen. Selbst deine Ideen sind ja aus dem Schöpfungsfeld, aus dem Kosmos, aus dem kollektiven Bewusstsein, wie auch immer du das nennen möchtest. Die kommen ja nicht aus dir, weil dann wären sie ja schon immer da. Du kennst diese Aha-Momente, diese Ideen, diese Inspirationen. Bäm, ist das da. Wenn das aus dir käme, wäre es ja schon immer da gewesen.
Es ist aber aus einer anderen Ebene und genau in diese Ebene tauchen wir jetzt immer mehr ein. Es geht um Wachstum, es geht um Ausdehnung, es geht um Herzensentscheidungen und um tiefes, tiefes Vertrauen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, mein liebes Luftzeichen, wie das Ganze sich in der Fortsetzung zeigt, was da noch unbewusst liegt, was dir ja jetzt hier schon mal Inspiration schenkt, wo du vielleicht sogar auch selber schon ein Gespür hast, habe ich schon so und so wahrgenommen. Ich bin gespannt. Bis gleich.